Herzlich willkommen zu diesem Wochengruß Nummer. Du strahlst so. 2306. 2306. Die Jablonski-Straße grüßt die Welt. Dies ist Daniel Köpke. Wer dich immer noch nicht kennt, hat echt ein Problem. Ja. Muss man mal einfach sagen. Oder ist jetzt ganz neu. Dürfen die dann den Wochengruß gucken? Ja. Weil er richtet sich eigentlich an die Community. Ja. Ich glaube, wir haben unser Thema. Wir haben nicht überlegt, worüber könnten wir diesen Wochengruß machen. Und Community könnte was sein, weil ich glaube, das war. Wir sind am Ende des Trainertrainings. Wir hatten einen Block Trainertraining, 5 Tage, und sind deswegen beide so ein bisschen. Na, vor allen Dingen war es jetzt ja auch sogar der letzte Block. Ja. Und also, was ja am Ende von so einem Trainerblock oder überhaupt von so einem Ausbildungsblock ja immer so die Frage ist, ist, wie schafft man es, dass man den Leuten das Gefühl gibt, so jetzt habe ich irgendwie einen Chunk fertig in meinem Leben, jetzt habe ich hier was gelernt, jetzt habe ich hier einen Abschluss gemacht. Und wenn es gut läuft, so, wir hatten das ja auch im Team lange diskutiert, sollte ja irgendwie so ein Gefühl entstehen von ein SEE, also irgendeine Art von Übergang, irgendeine Art von Schwelle. SEE ist signifikantes emotionales Ereignis. Aber nur für die, die ganz neu in der Community sind. Ein emotionaler Augenblick auf den oberen logischen Ebenen. Und bisher war es ja doch mit der Zertifizierung oftmals irgendwie so ein bisschen Unzufriedenheit, was sich da ausgebreitet hatte bei dir, bei den Teilnehmern, bei den Assistenten. Und ich finde, die Lösung, die wir jetzt da gefunden haben, ist wirklich eine schöne Lösung, weil die ganzen Trainer, die sie ja jetzt alle dann jetzt auch offiziell sind, haben halt alle eine kleine Präsentation vorbereitet. Wir haben uns hier aufgeteilt in mehrere Gruppen. Du warst überall immer hin und her gelaufen zwischen den Gruppen. Ich bin hin und her gelaufen zwischen den Gruppen. Und aus dem Publikum und eben auch von uns beiden gab es dann eben nochmal ein Feedback, was hätte man besser machen können. Und ich fand es so schön, wie hartes Feedback man hier auch in dieser Gruppe geben kann. Weil, also, dass halt einfach so die Vorannahme sozusagen eigentlich herrscht, so, ich bin okay und du bist okay und du bist als Trainer auch okay und jetzt können wir über deine Performance reden und halt auch mal hart kritisieren. Ich gucke gerade so verwirrt, weil in meiner Welt ist nicht hartes Feedback nicht wertschätzend. Ja, es ist nur, dass ich es halt aus anderen Kreisen kenne, dass da so ein ganz viel Feedback auch gegeben wird, so von wegen, ja, du hast dir ja Mühe gegeben und du bist ja trotzdem ein guter Mensch und du hast es ja gut gemeint, und dann so viel Gesülze Text kommt, mit dem der Befeedbackte im Grunde gar nichts anfangen kann. Und wenn hier aber Feedback gegeben wird, da ist es wirklich so ein gegenseitiges Miteinander und aneinander arbeiten, und das finde ich so schön. Was ja auch fast immer vorkommt, das ist ja hier die Feedback-Regel, dass nach Möglichkeit die Feedback geben, einen Punktwert geben, zwischen 0 und 10 oder zwischen 1 und 10. Und am Ende gibt die Person, die präsentiert hat, sich selbst ein Feedback. Ja. Und in den meisten Fällen ist das ein niedrigerer Punktwert. Ja. Das heißt, die Gruppe gibt zum Beispiel im Schnitt 7 Punkte und der vor der Bühne stand, sagt, ich gebe mir 6 Punkte. Genau. Und wenn du solchen Leuten dann sagst, boah, das war toll, großartig, einzigartig, du wirst berühmt, du wirst Millionär, du wirst Zähle füllen. Ja. Die Leute wissen doch, dass du lügst. Ja. Die geben sich doch selber ein Feedback, wo sie wissen, wo ihre. Ich hatte ja auch die Kurve angemalt, ich weiß das halt einfach. Dass Leute, die bei mir lernen, ist am Anfang so, dass sie sich eigentlich lange Zeit nicht gut fühlen, weil sie sehen halt viel mehr das, was sie können könnten, verglichen mit dem, was sie können. Aber langfristig, das habe ich jetzt auch wieder gemerkt, langfristig startet ein Prozess der lebenslangen Veränderung, was dann in eine exponentielle Kurve führt und durch die Decke geht. Und drum muss es hartes Feedback geben, weil nur das ist wertschätzend. Ja. Nur das paced das, wie die Leute sich selbst wahrnehmen. Ja. Und ich sag mal, im Effekt, ich fand Volkers Eines Neu und Gut gestern, hat das auch nochmal schön zusammengefasst, der meinte, es ist schön, die Erfahrung zu machen, dass man selbst aus einer Prüfungssituation und durch eine Prüfungssituation sogar noch mal was lernt. Also, dass man nicht für eine Prüfung lernt, sondern durch eine Prüfung was lernt. Und im Grunde genommen, seien wir mal ehrlich, so sollte es eigentlich auch sein. So ist es fast nie. Ja. Aber ich meine, es ist ein kompletter bezahlter Seminartag und darum würde ich mich schämen, wenn ich einen kompletten bezahlten Seminartag mit irgendwelchem Zeug verbringe, wo hinterher alle der Meinung sind, was war denn das jetzt? Ja. Und
Es waren ja diese ganzen Präsentationen und die meisten Präsentationen haben sich ja auch ein Thema genommen, dass sie als Trainer für Trainer etwas gemacht haben, wovon auch die Trainer wieder etwas haben, wodurch man ja auf beiden Ebenen, das heißt, der präsentiert, gibt den Kollegen, es ist wichtig, das so zu sehen, gibt den Kollegen was und die Kollegen geben Feedback. Genau. Und genau das fand ich auch total schön. Also, dass halt auch der Inhalt der Präsentation jetzt nicht so, oh, ich erkläre euch jetzt mal, wie Change History funktioniert und so getan wurde, als würdest du jetzt hier irgendwie vor Practitionern, die noch nie was von NLP gehört haben, irgendwie sitzen, sondern die sitzen ja vor einer Gruppe von ausgebildeten, fertigen oder fast fertigen Trainern und dann halt zu sagen, naja, hey, ich habe mir hier mal was überlegt, wie du halt als unerfahrener Trainer quasi mit hypnotischen Techniken dann noch hier ein bisschen Erfahrung oder gefühlte Erfahrung dir noch mit dazu holen kannst oder was gibt's denn hier noch für spannende Präsentationsformate, mit denen ich meinen Inhalt einfach viel besser strukturieren kann und was nützt es mir denn, solche Formate zu kennen und zu wissen als Trainer. Also das fand ich auch in vielen, vielen Präsentationen einen wunderschönen, sehr spannenden und auch nützlichen Frame. Ich habe das übrigens in einer anderen Ausbildung mal, wo ich mit dabei war, erlebt, wo die gleiche Idee so übertrieben worden ist, dass es völlig schief gegangen ist. Da hat nämlich der leitende Trainer den ganzen Stoff, den er nicht geschafft hat, am Ende auf die Teilnehmer verteilt. Dann mussten die das in ihren Abschlusspräsentationen präsentieren. Ja. Ich fand die Grundidee schön, aber es ging deswegen schief, weil alle mussten Stoff präsentieren, den sie nicht verstehen. Mhm. Das ist natürlich auch irgendwie, das kriegst du ja mit. Ich meine, auf dem Niveau, wie wir hier gearbeitet haben, du siehst einfach auch einen nonverbalen Signal, wenn sich jemand irgendwann nur angelesen hat. Mhm. Das kommt dann nicht aus der Persönlichkeit. Also das war auch ein witziger Gedanke. Und darum ist das hier die Idee, wir nehmen schon überwiegend Practitioner-Formate, aber wir geben ihnen halt irgendeinen Twist, dass man sagt, und so kannst du als Trainer dieses Practitioner-Format wirklich für dich verwenden. Da kann man noch mal was geben, eine Anregung, Ideen. Ja. Und ansonsten, was ich mir wieder wirklich reingezogen habe ohne Ende, ist, dass viele Feedback auf die Gruppenstimmung hier ist. Es sind wirklich seit vielen Jahren, im Grunde seit Jahrzehnten die gleichen Feedbacks. Aber es ist sehr selten. Wenn man es hört, klingt es zum Teil unglaublich. Also mir fällt gerade ein, also wenn man das erzählt, was das Tollste ist, was man hier lernt und macht, klingt dazu völlig Banane. Mehrere haben gesagt, sie haben jetzt erstmal verstanden, wie wichtig es wäre, normal zu sein. Ja. Und wenn man das so hört, ich habe viel Geld ausgegeben und 20 Tage genommen, um zu verstehen, dass es gut ist, normal zu sein. Aber dahinter steht ein Satz von Keith Johnson. Der in einem Schauspielkurs, wo ich bei ihm war, hat er zu einem Teilnehmer gesagt, kannst du Spiegelei braten? Und der meinte, ja klar kann ich das. Und dann meinte Keith Johnson, kannst du auch, wenn 1000 Leute zugucken? Mhm. Und dann fing bei dem ein spannender Prozess an. Mhm. Und wir haben hier so oft gemerkt, wie schwer das ist, normal zu sein, wenn andere gucken. Aber du kriegst halt nur dann eine vernünftige Performance und vor allem du hältst den Beruf nur dann lange durch, wenn du es schaffst, normal zu sein, sonst ist es anstrengend. Aber ich finde, das ist ja auch am Ende eine wunderschöne Botschaft, die dann am Ende rüberkommt, wenn man vielleicht nach 20 Tagen Ausbildung irgendwie mitkriegt, so, es ist auch okay, wenn ich normal bin. Also es reicht auch. Ich muss mich jetzt nicht irgendwie verstellen. Ich muss jetzt nicht irgendwie verkrampft in irgendeine Rolle reingehen und hier irgendwie der große Zampano sein. Sondern es reicht einfach, wenn du das, was in dir steckt an Qualitäten und das so ein bisschen rauszuarbeiten und zu entdecken durch die Ausbildung und ja, also ich merke das ja jetzt auch in meinen Trainings und in meinen Webinaren, die ich gebe, dass es im Grunde am besten dann ankommt, wenn ich jetzt nicht versuche, mir irgendeinen abgedrehten Twist irgendwie noch zu überlegen, sondern wenn ich einfach Geschichten aus meinem Leben erzähle, wenn ich einfach normal auftrete. Ich habe ja erzählt von dem wildesten Anfang einer Präsentation, den ich hier erlebt habe, wo die Trainerin in Witwenkleidung ratschlagend auf die Bühne kam. Hat sie mit den Worten gestartet, ich habe einen Ratschlag für euch? Nee, die hat währenddessen hat sie gar nichts gesagt, da hat sie Rat geschlagen, aber da war das ganze Publikum dann so, was kommt jetzt, wenn das schon so anfängt? Ja.
Du sagst, es reicht. Ich würde sogar noch mehr sagen. Es reicht nicht nur, es ist ein Geschenk. Ja. Das ist alles, ist ja alles Keith Johnson. Keith Johnson meinte in seinem Buch und in den Seminaren, eine der schlimmsten Sachen, die Schule uns beibringt, ist, dass es nicht reicht, einfach nur man selber zu sein. Ja. Und es wäre besser, wir würden uns anstrengen. Mhm. Und dann meinte er aber auch mit Recht, es macht keinen Spaß, Leuten zuzuschauen, die sich anstrengen. Mhm. Also ich meine, wenn du in Zirkus gehst oder ins Konzert oder weiß ich nicht, du gehst zum Arzt und hast was und sagst, um Gottes Willen, das sieht aber echt schwierig aus. Mhm. Ich muss mich jetzt total anstrengen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde. Ja. Das will man nicht. Also wieso kommen wir auf die Idee, es wäre besser, wir würden uns anstrengen? Ich glaube, der Hintergrund ist, dass wir einfach in einer Gesellschaft leben, in der viele Leute einfach gar nicht wissen, was denn bei ihnen normal ist. Was kommt denn bei ihnen normal und natürlich und selbstverständlich rüber? Und ganz ehrlich, da kommt man dann wieder nicht drum rum, auch Feedback von einer Gruppe zu bekommen, eben die einem halt spiegeln, du, sorry, das war jetzt irgendwie eine Rolle, die du da spielst, die steht dir einfach nicht. Das kommt einfach nicht rüber, das ist einfach nicht deins. Wobei ich da mal gleich korrigieren muss, sonst entsteht ein falscher Eindruck. Diese Art von Feedback kommt hier eigentlich nie. Das ist das Spannende. Das ist so ein klassisches Klischee-Feedback aus so tiefgrünen Seminaren. Du spielst eine Rolle, du bist nicht echt, du bist nicht authentisch. Das kommt hier normalerweise überhaupt nicht. Das ist auch wir geben diese Botschaft auf eine völlig andere Art. Ja. Und deswegen ist es auch leichter, sie umzusetzen. Weil es muss nicht jemand quasi dramatisch sich eine Maske vom Gesicht nehmen und sagen, ich spielte eine Rolle bisher, nun bin ich echt vor euch. Es geht gar nicht um diese Kategorien echt oder nicht echt. Es ist eigentlich ja, dass wir die Performance und sagen, zum Teil, du kannst den Stoff besser rüberbringen. Oder halt, das ist oft meine Botschaft, streng dich weniger an. Und dann werden die Leute echter. Also ich hatte auch einen sehr, 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 sehr guten Gesangslehrer, Franziskus Romert, den ich also wirklich empfehlen kann, wer mal einen Gesangslehrer in Passau sucht, der sehr feldenkreismäßig arbeitet. Ja. Und da war das auch, die Grundidee war immer, nimm die Anstrengung raus und plötzlich lass deiner Stimme die Freiheit. Ja. Und ich glaube, ich würde jeden unterstützen, der sich auf eine Art anstrengt, dass es besser wird. Es wird halt schlechter. Und drum. Also ich sage kein Wort für Faulheit. Mhm. Überhaupt nicht. Weil Leute, über die wir hier reden, sind welche, die sich ohnehin normalerweise fordern. Aber es ist halt, wie man auch sieht, wenn Kinder spielen zum Teil, dass es eigentlich körperlich wahnsinnig anstrengend ist. Aber sie empfinden es nicht als Anstrengung. Mhm. Das suchen wir. Mhm. Wenn du es als Anstrengung empfindest, dann macht es sich nicht besser. Ja. Aus dem Grund gab es gestern auch kein Newsletter. Ah, ja, die Geschichte musst du noch erzählen. Das war jetzt eine geile Überleitung, wa? Mhm. Die Woche war anstrengend. Und du dachtest dir, bevor du dich jetzt pressen und quälen musst, ja, machst du es. Es war wirklich so. Ich hatte mir vorgestern überlegt, okay, ich könnte jetzt irgendwas hinschreiben. Mhm. Ich könnte jetzt irgendwas hinschreiben, es wäre okay. Aber dann habe ich gemerkt, es ist nicht wertschätzend den Leuten gegenüber, die es lesen. Es ist nicht wertschätzend mir gegenüber. Also habe ich zum ersten Mal seit fast 300 Newslettern einfach für mich eingestanden, ich krieg's diese Woche zeitlich einfach nicht hin. Der Newsletter fällt einfach ohne Grund aus, weil ich es nicht schaffe. Mhm. Was ich dafür gemacht habe, ist mit einer Teilnehmerin aus dem Trainertraining, mit Judith, einer Lehrerin, einen schönen Podcast aufgenommen. Der kommt am Dienstag über so Sachen, die sie aus dem Trainertraining mitgenommen hat und ein paar Tipps von mir. Am Donnerstag bin ich im Studio Jablonski mit dem Webinar über Entscheidungsstrategien. Ich werde versuchen, bis dahin von Christian das hinzubekommen, dass ich falschen Applaus und falsches Lachen. Das war nämlich cool. Das war richtig gut. Das war richtig cool. Also ich hätte nicht geglaubt, was es für einen Unterschied macht für die Zoom-Teilnehmer, wenn man wirklich Applaus und Lachen vom Band einspielt. Aber es ändert erstaunlich viel. Es klingt albern, aber... Es ist eine Ebene 6-Simulation, die was bringt. Ne? Mhm. Noch ein ganz wichtiger Hinweis. Am Mittwoch ist der Preissprung für den Coach, oder? Kann sein. Nee, Modeling Master. Modeling Master, genau. Mhm. Am Mittwoch ist der Preissprung für den Modeling Master. Der ist gut gebucht, aber es gibt noch Plätze. Und da kommt auch nochmal eine extra E-Mail. Und am nächsten Samstag kommt dann ziemlich sicher der erste Letter aus der Reihe mit den Ressourcen durch die logischen Ebenen in Alltagssprache. Dadurch, wenn du es schaffst.
Aber ich streng mich nicht an. Also Dienstag Podcast, Mittwoch Frühbucherpreis, Donnerstag Webinar, Samstag Newsletter, das müsste eigentlich alles sein. Gucken genau. wir auf die letzte Woche zurück, da war Carolins Webinar mhm. über Ankertechniken, was mhm. noch online steht. Da war nicht mein Newsletter. Und da war am Dienstag ein Podcast von mir über die logischen Ebenen, wobei ich merke, dass ich, wir machen hier auch demnächst mit unserem Stargast, mhm. Nicht verraten, aber tolle. Das ist auch nächste Woche, oder? Anfang März, oder? Ja, das ist noch ein bisschen. Ist noch ein bisschen hin. Dann werde ich wahrscheinlich zwischendurch, weil ich bin jetzt wieder mehrmals darauf angesprochen worden, diese Reihe ABC des NLP. Ich bin erstaunt, wie gut die kommt, aber mache ich gerne weiter. Also noch eine lange Liste. Wir hatten vorbereitet, dass du ausmachst. Hatten wir? Hatten wir vorbereitet. Das heißt, jetzt wäre der Zeitpunkt, wo ich aufstehen müsste und auf... Hm? Wenn man die Timeline nach vorne geht, bist du schon längst aufgestanden und hast das Video ausgemacht. Wow, das ist cool. Tschüss. Tschüss.